Danke für die Post. Mal gucken, was drin ist. Geschenk von der Retterorganisation. 2 Intensivtickets. Yay. Von einem Sturmmeer. Sollen wir Dragonier retten? Ich würde aber sagen, wir nutzen jetzt mal unsere Genauigkeitsbrause. Weil Alexander hat, glaube ich, noch eine relativ geringe Hitrate. Bei der Hydropumpe. Obwohl, wir haben es schon ordentlich verbessert. Ja, vielleicht eine Brause zumindest noch auf die Stärke. Aber die anderen würde ich tatsächlich eher auf uns legen. Verstärken mit der Stärkebrause nehme ich den Blütenwirbel. Weil der ja AOE ist. Und dann kriegt Alexander hier noch ein paar Gummi. Oh, wir haben keine. Okay, vergesst das. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir capturen uns heute noch eine Legende. Was ist denn der Freudenturm? Keine Ahnung, wir nehmen mal mit. Was meint er? Graudon oder Rayquaza? Wer ist heute dran? Ruinen oder der Wächter der Meere? Ja, die müssen wir auch noch machen. Aber die nehmen wir uns dann fürs nächste Mal vor. Also, was sagt ihr? Wer muss dann glauben? Immer so gute Sachen haben müssen. Beide. Wir können nicht beide auf einmal machen, die sind in zwei verschiedenen Dungeons. So, ja, Verteidigung können wir ihm mal geben. Dass er zumindest ein bisschen Abwehr hat. Calcium, ja, warum eigentlich nicht? Spezialangriff schadet ihm auch nicht. Ich habe Zeit. Ja, aber... Also ich habe theoretisch ein bisschen Zeit, aber auch nicht unendlich viel. So, und ich will jetzt mal ein bisschen was lagern, weil... Wir haben zu viel im Inventar. Den Sterilorb brauchen wir bei dieser Mission nicht. Den brauchen wir hauptsächlich, wenn wir dann wieder in den Dings-Dungeon gehen. Den Top-Adder kann ich mal hier lassen, den brauchen wir nicht zwangsweise. Die Intensivtickets brauche ich nicht zwangsweise. Na komm, den Top-Adder lasse ich jetzt auch nochmal da. Wie viele Äpfel habe ich dabei? Großer Apfel, Apfel, perfekter Apfel. Ja, den perfekten Apfel kann ich auch mal hier lassen. Wie gesagt, das brauchen wir hauptsächlich, wenn wir in so einen 99-Ebenen-Dungeon gehen. So viele von diesen Elixieren dabei, die können auch eigentlich mal... Kann eigentlich auch mal mit rein. Ich meine, wir finden ja unterwegs auch immer ein bisschen was. So ist ja nicht. So, dann haben wir nämlich mal wieder ein bisschen Inventarplatz. So, wer ist diese Woche dran? Den anderen, den holen wir uns vielleicht nächste Woche oder wenn man nächste Woche gehen wir in die tiefen Ruinen. Und hauen da irgendwen kaputt. Oder in den Silbergraben. Lassen wir uns mal gucken. Aber ich wäre eher für die tiefen Ruinen. Also was meint ihr? Magmahöhle oder Himmelsturm? Werf eine Münze. Ich habe aber hier gerade keine da liegen. Muss ich online werfen. Kopf, Magmahöhle, Zahl, Himmelsturm. Super. Kopf. Wir machen Graudon. Habt ihr jetzt davon?
Stimmt, hier am Anfang waren ja nicht zwangsweise die großen bösen Pokémon, sondern erstmal die kleinen, die 40 Erfahrungspunkte geben. Oh, das ist ein schöner Raum. Weil so wenig Erfahrungspunkte wie die auch geben. Alles nur eine Perspektive davon, wie viele man auf einmal erobert. Verwirrt darf ich den Angriff aber nicht einsetzen, sonst haue ich unsere Verbündeten tot. Vor allen Dingen, nachdem ich ja eben nochmal die Stärke gebufft habe. Ist euch übrigens eben aufgefallen, dass ich alles weggelegt habe? Außer den Wiederbelebungsgegenständen. Ich hab vor Primal Groudon so ein bisschen Angst. Auch schon Nidoqueen, aber du darfst gerne für die Dauer unseres Aufenthalts hier in der Höhle mitkommen. Reichweite um 1 unterschätzt. Das ist halt noch so eine Anfangshöhle. Hier sind die Pokémon noch nicht so stark und man kriegt kaum Erfahrungspunkte. Das war halt tatsächlich ja noch ein Gebiet, bevor wir entwickelt waren. Das eigentliche Gebiet stammt ja noch aus dem Hauptspiel, gar nicht mehr aus dem Epilog. Problem ist, Groudon hat sich jetzt halt auf Epilog-Level gebracht. Und hat sehr viel Spaß daran, uns zu verprügeln. Aber es weiß nicht, dass wir zurückschlagen werden. Team Wolfeu schlägt zurück. Ich wollte es ungern aufwecken. Jetzt kann es weiter schlafen. So, helft mal dem Nidoqueen. Weil, seien wir ehrlich, wir sind stärker als alles hier drin. Die müssten sich schon stapeln. Und was passiert, wenn sie sich stapeln, das haben wir ja bewiesen. Ja, komm, Papunga. Aber auch nur, weil du mit Kugelsaaten einen echt guten Angriff drauf hast. Wieder eins. Ich habe gar nicht aufgepasst. Habt ihr aufgepasst, wie viele Ebenen die Magma-Höhle hat? 30? Ich habe halt leider echt nicht aufgepasst. Dementsprechend weiß ich es gerade gar nicht. Hurra, du hast Zemon gefunden. Wenn Nidoqueen mit dem Pokémon da hinten nicht fertig wird, dann... Ah, das wollte ich schon sagen, dann darfst du auch nicht mit. Stirnband. Hat, glaube ich, die Chance, getroffen zu werden. Vicky sagt 23. Ach, das ist ja... Wenn der bekannteste aller Wikinger das sagt, dann bin ich gewillt, ihm zu glauben. Mach mal die Fliege, da ich besser informiert bin.
Da ich jetzt aber besser informiert bin, sieht man sich wahrscheinlich öfter hier. Ja, mach's gut. Wenn du Bock hast, nachher so ungefähr wieder ab 21 Uhr mit uns streamen. Diesmal bin ich tatsächlich mit dabei. Am Stream vom Sonntag ging's ihm leider nicht so gut. Da wollte er ungern unser gemeinsames Projekt weitermachen. Da wollte er so ein bisschen abschalten. Hat Phantasmophobia gestreamt. Phasmophobia heißt das ja. Von Phantom, glaube ich. Aber ja, diesmal bin ich tatsächlich dabei. Also wer Bock hat, der darf gerne mal vorbeischauen. Also, nur mal so als kleine Werbung. Für die Leute auf YouTube bringt das denen natürlich jetzt nichts. Aber mittwochs ist halt Streamtag, ne? Da bin ich zu Gast bei Woods, der jetzt übrigens auch einen YouTube-Kanal hat. Wer Bock hat, kann da mal reinschauen. Da sind vergangene Streams von ihm drin. Ne, 21 Uhr bin ich schon im Land der Träume. Ja, wenn du um 5 Uhr morgens raus musst, dann ist das auch kein Vorwurf. Ganz ehrlich, da ist besser, dass du dich ausschläfst. Ich will ja auch nicht, dass du übermüdet zur Arbeit kommst. Hol dir deine 9 Stunden Schlaf. Neun Stunden, wann müssten wir dich denn um 7,5? Nee. Daivo, ich schick dich heute Abend 20 Uhr ins Bett. Was will ich es? Hab ich überhaupt noch einen. Ja, ich hab noch einen normalen Apfel, komm. Aber nur weil wir noch keine Sternuhr haben. Magma haben wir schon eins. Ich glaube, wir haben sogar 2 Magmas. Du bleibst hier. Und zu viele davon. Da gehe ich freiwillig. 4 Uhr aufstehen, um 5 geht die Arbeit los. Ich kann kein weiteres Pokémon mehr mitnehmen. Na gut, dann muss Radikal leider hier bleiben, weil da haben wir schon eins von. Ja, es. Das tut mir echt leid. Also, klar, gehört halt zu deinem Job, aber ich kann sagen, für mich wäre es nichts. Und warum? Weil ich ein faules Schwein bin. Oder besser gesagt, ein fauler Wolf. Der gerne schläft. Man muss ja positiv sehen. Da hast du immer Zeit, dann nach der Arbeit meine Streams zu gucken. Das ist auch gut. Nein, das kriegt jetzt keinen Apfel. Ich werde jetzt die restlichen 10 Ebenen hoch. Und will mir da meine verdiente Belohnung abholen. Graudon. Das hat nichts mit faul zu tun, ist Gewöhnungssache. Na gut, ich bin dennoch faul. Aber ja, ich habe mich halt an meinen Schlafrhythmus 0 Uhr ins Bett und 9 Uhr aufstehen relativ gut gewöhnt. Beziehungsweise meist so gegen 0, gegen 9. Je nachdem, wie schnell ich einschlafen konnte. Manchmal bin ich auch schon früher wach, besonders wenn wieder draußen von unserer Kita irgendwer meint, rumbrüllen zu müssen. Und es sind eigentlich nie die Kinder. So räumt man mal eben diesen Raum ab.
Wisst ihr noch, als ich Angst vor diesen Monsterräumen hatte? In der alten Zeit? Und jetzt heute laufe ich hier einfach rein und terminiere alles mit einem Schlag. Gute Zeiten, in denen wir leben. Oh, die Kiste will ich. Da können wieder Gummis drin sein. Okay, kein Flunkiefer für uns. Ist nicht eine Mega-Version davon? Ich dachte, es gäbe eine, aber kann mich auch irren. Mega-Makago? Vielleicht gibt's auch keins. Aber die 23 Ebenen, also dafür, dass in Anführungszeichen nur 23 Ebenen sind, finde ich, zieht es sich. Aber es kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Zwei hübsche Boxen habe ich. Muss ja sowieso was essen, dann legen wir den Sichtsamen gerade mal dahin und essen den. So. Ach, von da unten kommen wieder die freundlichen Helfer. Haben wir jetzt einen großen Apfel gefunden. Wollen wir das Lunastein einfach mitnehmen? Ne, wir haben eins. Wir besitzen einen Lunastein und ich will es eigentlich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen, weil, seien wir mal ehrlich, bei Graudon ist eh vorbei. Ich bezweifle, dass es auch nur einer von unseren Helfern durch Graudon durchschafft. So sad, but so true. So. Das da können wir gerade mal trinken. Ja, unser Rasierblatt ist fast leer. Wenn das Vieh Kugelsaat nicht beherrscht, dann weiß ich nicht, ob ich es weiter dabei haben möchte. Weil das ist wirklich der Grund, warum ich es mitgenommen habe. Weil es die Attacke Kugelsaat kann. Okay, wir haben ziemlich viele große Äpfel hier. So, wessen Attacken sind noch down? Also meine gehen, die da gehen, die da gehen eigentlich auch. Komm, dann kriegst du jetzt mal wieder auf Flammenwurf ein bisschen was. Als ob ein Feuer-Pokémon sich... Oh, stimmt, die Attacke trifft hier alle. Ein Sterndo wird nicht wiederbelebt. Ja, komm. Kippen wir es weg. Pikachu wartet auf das Item großer Apfel. Dann lassen wir mal das Kenner-Stirnband kurzzeitig hier und gehen kurz zu Pikachu, weil es wieder eine Mission, die wir aus dem Missionspool raus haben. Und wieder eine Belohnung, die wir kriegen. So,
So, Pikachu, nimm deinen großen Apfel, warum auch immer du ihn hier unten möchtest. Natürlich möchte ich diesen Dungeon nicht verlassen. Nennt mir einen validen Grund, diesen Dungeon jetzt schon zu verlassen. Ja, damit ich nicht mehr kämpfen muss, höchstens. Aber seien wir mal ehrlich, wir kämpfen nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir gerne Groudon adoptieren wollen. So. Natürlich weiter erforschen. Das war's dann aber auch schon für diesen Part. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben, weil solche Sachen freuen mich immer. Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht mit Pokémon Mystery Dungeon. Und nicht vergessen, die Aufzeichnungen entstehen im Livestream, also ruhig vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.